Willkommen zurück zur vermutlich letzten Folge, bevor wir uns dann auch irgendwann mal der Erweiterung widmen. Und zwar haben wir den Story-Modus jetzt durch. Ein paar kleine Aktivitäten sind ja noch offen, aber ja, wenn ich Zeit und Lust habe, mache ich sie, ansonsten nicht. Dann haben wir noch drei zusätzliche Spielmodis. Meister der Jagd, wo wir mit unserem Zwerg Viecher umhauen, war jetzt nicht so der Burner. Kriegsprobe, wo wir halt Häuptlinge umhauen müssen in einem Endlos-Szenario. Ja, jetzt auch nicht so mein Fall. Und wir haben einmal der helle Herrscher, wo wir die Kampagne spielen, damit Celebrimbor den einen Ring der Macht ja, meistert. Klingt für mich am coolsten und am besten. Deswegen springen wir dort einfach mal hinein und schauen, was uns hier erwartet. Abgesehen von einer langen Ladezeit. Mittelerde schwebt in großer Gefahr, Celebrimbor. Zeig's mir. Mein Spiegel zeigt viele Dinge. Was einmal war, was ist und was werden kann. Manches wird nie eintreffen, wenn die Betrachter der Visionen sich nicht von ihrem Pfad abkehren, um sie zu verhindern. Der dunkle Herrscher hat den einen Ring. Wenn ich ihn nicht aufhalte, wird ganz Mittelerde fallen. Sei gewarnt, silberne Hand. Wenn du Sauron besiegst und den einen an dich nimmst, kannst du ein noch größeres Übel werden. Interessant. Weiter nach dem Elb! Lasst ihn nicht entkommen! Bringt uns keine Schande! Wie ist dir den dunklen Herrscher überhaupt erst entwischt? Egal! Lass die Schlagerei und halt besser die Augen offen! Saurons Armeen sind zahllos. Mein Königreich liegt in Trümmern und meine Familie in Ketten. Und doch, mit dem einen habe ich eine Waffe, die mein Schicksal neu zu schmieden und den Weg durch die Finsternis zu erhellen vermag. Da ist er! Gut, dann versuchen wir mal mit dem einen Ring hier ein bisschen was zu starten. Gut, wenn der Ring aktiv ist, können wir alle direkt hinrichten. Ja, ansonsten müssen wir hier den Klassiker anwenden. Ups, da habe ich den Rammer nicht gesehen. Oh shit. Jetzt haben sie mich nicht gelassen, den Typen umzunieten. Aber da haben wir ihn erledigt. Sehr schön. Als der Tod. Ich werde diese Uruks zu meiner eigenen Armee formen, wie der erste dunkle Herrscher die Elben peinigte und verdarb, so werde ich sie in Flammen erlösen. Sie werden mein sein. Okay. Das ist jetzt quasi der Part vor dem Kampf gegen Sauron, bevor Sauron den Ring wieder zurückbekommt. Er stellt ja jetzt die Urok-Armee auf, tritt dann Sauron gegenüber und dann sneakt sich Sauron den Ring wieder zurück. Alles klar, dann wissen wir jetzt auch, wo wir zeittechnisch angesiedelt sind.
kommt mal ran hier auf den Meter. Riecht es für dich auch irgendwie nach Blut? Nö, das bildest du dir nur ein. Ich riech es auch. Riecht nach Karagor-Blut. Das bin ich, ihr Idioten. Hab vorhin einen getötet und mich mit seinem Blut besudelt. Gut, zwei haben wir schon mal. Ich rieche etwas. Na, der große und dickliche ist auch wieder leicht zu manipulieren. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Sehr schön. Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Beim ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Rechten jetzt müssen wir, glaube ich, einfach nur hier. Ah, da oben bewacht ihn auch einer. Aber egal. Da oben haben wir auch wieder einen. Stattdessen gibt es nichts als einen. Das ist nur der Anfang. Ich werde eine Flamme entfachen, die auch von der höchsten Spitze Barad-dûrs noch zu sehen sein wird. Ich zeig euch gleich, wer schwach ist, wenn ihr nicht das Maul haltet. Da oben haben wir einen, ne? Das ist gut. Wie viele Ghule haben wir gestern getötet? Wunderbar. Das sollte ja wohl ein Fass Grog wert sein. Da oben haben wir direkt zwei. Ich habe noch nie jemanden einen Karagor so schnell erlegen sehen, wie es der Hauptmann der Jäger getan hat. Und der nächste, sehr schön. Wenn du mich fragst, ist das geschummelt. Jemand sollte ihm dafür von hinten in den Rücken stechen. Da haben wir unseren nächsten Verbündeten. Der da ist sehr entspannt und hilft seinen Freunden nicht. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden, die unseren Grog stehlen. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Sehr schön. Und nur noch den letzten, den haben wir hier. Ja, schön entspannt. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. So, da hinten kommt der Dude. Für den brauchen wir den Ring. Was soll das bezwecken? Du bist ein dreckiger Dieb. Die wahre Macht hat der dunkle Herrscher. Oh, der sieht mich. Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Der sieht mich doch nicht, oder? Nicht beim letzten Mal, nicht dieses Mal. Jo, der eine Ring funktioniert sehr gut. Elbenmonster. Du wirst gehorchen. Okay, schade. So weit nach oben kommen wir noch nicht. Ihr werdet einen Turm in meinem Namen erbauen. Einen
Monolithen für euren hellen Herrscher, der den Schatten trotzt. Aha. Silberne Hand, du wagst es in Mordor zu verweilen. Du maßt dir an, mich herauszufordern, doch du wirst scheitern. Dein Geist wird die Hallen von Mandos nie erblicken. Ohne den einen Ring bist du nichts. Ich werde Barad-dûr zu Fall bringen. Und in den Ruinen Eregion neu erbauen. Lass meine Familie gehen und ich werde dir gestatten, mir zu dienen, Herr der Geschenke. Ja, der ist sehr übermütig. Also mehr Türme, dann kommen wir auch an die Quests heran. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streich. Oh Mann, Brandmarke, die Häuptlinge. 5 Stück, shit. Wahrscheinlich nur das. Schleicht hier jemand herum. Es könnte sein, dass dieser Spielmodus echt cool wird. Aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich die Lust, hier nochmal genau dasselbe zu machen wie in der Hauptstory. Nur jetzt halt als Celebrimbor. Gib mir wieder, was mein ist, Verräter. Ich hab dich alles gelehrt. Ohne mich bist du nichts. Der Ring wird dir niemals gehorchen. Mit jedem Augenblick, in dem du dich mir widersetzt, wird deine Familie leiden. Schweig, Betrüger. Ich habe die Ringe geschmiedet. Ich habe den einen vollkommen gemacht. Du wirst vor mir niederknien. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Habt ihr den neuen Hauptmann schon gesehen? Was? Habt ihr das gehört? Den haben wir übernommen. Knapp, aber wir haben ihn übernommen. Egal. Egal, was es war, es ist weg. Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Oh, wenn wir das jetzt bei den ganzen Türen machen müssen, wow, das wird lange dauern. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elben niederschlagen, der noch übrig ist. Na komm schon. Dann haben wir da hinten noch einen und den Bogenschützen da oben. So viel Tod ist einfach köstlich. Ich wette, ich könnte 5 von denen mit einem. Sehr gut. Habt ihr von dem Hauptmann gehört, der angezündet wurde? So, wo gehen wir als nächstes hin? Weil ich dem Karago einen Sklaven gegeben habe. Warum? Naja, schwenderisch ist es schon. Ich hasse es, wie der Hauptmann ist. Sehr schön. Er meint, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Menschen. Wunderbar. Damit kann ich mich noch mal ein bisschen schneller hier durch die Gegend bewegen.
Ja, ich sehe jetzt von hier nicht, ob der Dude oben... Nee, da ist er. Wissen, wie man's macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Die brauchen nur ein... Dann nehmen wir erstmal den hier. Ja, die sind hier nämlich ein bisschen dümmlich. Und die können auch ganz schlecht hören, weil sonst hätte er locker gehört, dass sie hier seinen Kollegen umgehauen habe. Und das war's. Hab die Menschen gefragt, ob sie etwas Grog wollten. Wo müssen wir hin? Da ganz nach oben, okay. Rüstmeister wird uns bald die neuen Waffen aushändigen. Dann sollten wir sie benutzen. Ah ja, stimmt. Wir müssen wieder einen Häuptling platt machen. Das hört sich nicht gut an. Ah, schade. Ich habe gehofft, eventuell noch einen übernehmen zu können, aber da war vielleicht ein bisschen zu viel Wunschgedanke dabei. Schnell hinrichten. Noch einen müssen wir noch. Weg ist er. Sehr schön. Ja, funktioniert mit Celebrimbor deutlich einfacher als mit Talion. Alle sollen Zeuge meiner wachsenden Macht sein. Der Schatten soll brennen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Quest freigeschaltet bekommen. Du hast allen Verstand fahren lassen, Elb. Du kannst mir nichts entgegensetzen. Was haben wir hier? Okay, das ist hier wieder so ein Häuptling. Ah, nur noch zwei Türme anscheinend. Sehr schön. Du wirst hier keinen Sieg finden, nur den Tod. Gut, und... Du weißt, wer ich bin, Sauron. Wagst du es nicht einmal... Ah, okay, über die Türme werden wir wahrscheinlich die ganzen Quests für die Häuptlinge bekommen. Und dann müssen wir am Ende noch die Häuptlinge brandmarken, damit wir dann gegen Sauron antreten können und er sich dann den Ring wiederholt. Ja, blöd, wenn man die Geschichte kennt. Aber gut. Bald wird der dunkle Herrscher hier sein. Hoffentlich tötet er nicht jeden Sklaven in diesem Land. Ich esse ungern Ratten. Ja, macht weiter mit eurem Zeug, was ihr da macht. Weg mit dir. Haben wir hier irgendwas? Ja, wir haben auch hier Verbesserungen.
Nee, das waren die Runen, okay. Skills haben wir alle freigeschaltet, alles klar. Dann halt nicht. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, ihr könnt ruhig weiter euer Gammelfleisch fressen. Du bist eitel, Throndieb. Falle vor mir auf die Knie und der Tod deiner Familie wird schmerzlos sein. Sie werden sich zurück in den Westen aufmachen, während wir hier verbleiben. Du bist der Meister der Lügen. Okay. Hältst du mich für solch einen Narren, dass ich glaubte, sie sei noch am Leben? Nach allem, was du in Eregion angerichtet hast, du wirst in die Vergessenheit verbannt werden, während ihre Geister an der Westküste wandeln. Okay, das haben wir jetzt leider nicht hinbekommen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das während des Kampfes zu machen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Ah, da haben wir es. Sehr schön. Das hat jetzt aber nicht so funktioniert. Gut, das war auch was anderes. Aha, jetzt ist wieder auf Null gegangen. Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz. So. Ja, übernehmen, genau. Den übernehmen wir so. Nummer 6. Wo ist der letzte? Und Nummer 7. Ja, beschützt bei der Kriegsmaschine. Ja, das Ding hier ist so gut wie kaputt, Leute. Das wird interessant werden. Ja, das eine Ding war kaputt, weil ich so lange gebraucht habe. Falle vor mir
Knie und der Tod deiner Familie wird schmerzlos sein. Sie werden sich zurück in den Westen aufmachen, während wir hier verbleiben. Du bist der Meister der Lügen. Hältst du mich für solch einen Narren, dass ich glaubte, sie sei noch am Leben? Nach allem, was du in Eregion angerichtet hast? Du wirst in die Vergessenheit verbannt werden, während ihre Geister an der Westküste wandeln. Blut und Gewalt! Okay, damit konnte ich jetzt aber auch niemanden bekehren. Oder? Nee. Oder war das... Der Feigling ist da. Vielleicht hat das doch funktioniert. Okay, muss ich nochmal... Okay, das funktioniert dann aber anders als bei Talion. Ja, das funktioniert anders als bei Talion. Ja, das ist quasi so eine AOE-Übernahme. Ah, okay, jetzt verstanden. Okay, nee, das war blöd. Ja, die habe ich jetzt übernommen. Den übernehmen wir auch. Sehr schön. So, wir brauchen nur noch einen Arsch. Das Ding brennt schon. Wunderbar. Übernommen. Na? Alle übernommen, ne? Okay, den Ring kann ich jetzt aber nicht abschalten. Ah, nee, 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 nicht die Markierten umbringen. Ja, weg mit dir. Ja, das mit dem Feuer ist kacke, aber werden wir hoffentlich hinbekommen. Moment, da drüben. Habt ihr das gesehen? Ja, oben haben wir noch einen Bogenschützen. Den übernehmen wir natürlich. Töte die Verräter! Na, shit. Ich hätte ihn übernehmen sollen. So, aber von der Zeit passt das da drüben. Das Ding sollte beschützt sein. Wobei... Das verliert mehr und schneller HP als das hier. Aber egal, 15 Sekunden noch. Was? Du wagst es, mich anzugreifen? Ja, dann übernehmen wir dich.
Und noch ein paar Sekunden, auch wenn das Ding da hinten auch brennt. Da ist er. Beim nächsten Mal ist er tot. Was war das? Eden, Abschaum! Ausgespielt! Dein Königreich wurde unter unserer Herrschaft zermalmt. Hier gibt es nichts für dich, außer dem Tod. Ja, wenn du meinst. Lass nicht locker! Okay, okay, okay. Versteht die Verräter! Dann müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Ja, ich habe leider den Ring noch nicht fertig. Den hätte ich nicht so blöd einsetzen sollen. Aber der wird auch so ohne Probleme drauf gehen. Ja. Na? Oder doch nicht ohne Probleme? Ah, verdammt. Aha. Ja, zum Glück ist er da. Jeweils einmal angegriffen und dann hat er uns direkt zu Boden gebracht. Also Fernkampf ist eher unser Freund, oder wie sollte man das verstehen? Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber er sieht zäher aus als der Alte. Wir werden sehen, wie stark er ist, wenn er uns in die Schlacht führt. Schleicht da jemand her? Ja, alle übernehmen, oder? Nee, doch nicht. Eden, Abschaum! Ausgespielt! Dein Königreich wurde unter unserer Herrschaft zermalmt. Ja, ja, haben wir schon mal gehört. Nichts für dich, außer dem Tod! So, da haben wir jetzt genügend, die uns unterstützen. Wir wurden verraten. Aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich nicht wieder jemanden von meinen umniete. Na, das ist, glaube ich, in Ordnung. So, da haben wir ihn down. Die Bleichhaut ist längst weg. Mordor wird mir gehören. Er zittert vor meinen Denkmälern aus Licht. Meine Macht und meine Anmut werden dieses Land überschwemmen. Gut, da hatten wir auch wieder einen Häuptling gehabt. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen, den letzten Turm übernehmen, ein paar Häuptlinge übernehmen und dann schauen wir uns mal, das war glaube ich hier die Antwort des dunklen Herrschers an. Das ist wahrscheinlich die Quest, wo wir dann Sauron umwemsen werden.
Aber wenn wir das hier alles machen, haben wir nur... Ja, dann haben wir nur 3 von den Häuptlingen. Ah, das wird schon irgendwie passen. Wir sehen uns einfach gleich wieder und dann gucken wir mal, was der Sauron so zu bieten hat. Es ist jetzt soweit. Ich habe 3 Häuptlinge übernommen. Die Quest ist jetzt verfügbar. Und wir müssen die verbliebenen 2 Häuptlinge übernehmen. Mit dem Ring ist das gar kein Problem. Wir aktivieren ihn, machen dann die Kampfhinrichtung, solange bis der Gegner genug HP verloren hat. Das passt. Seht euch diese Häuptlinge gut an. Im Dienste des dunklen Herrschers haben sie Großes erreicht. Aber sie haben uns verraten. Jetzt werden sie auf Knien sterben, wie die Feiglinge, die sie sind. Sauron gedenkt, meine Häuptlinge. Okay, Brandmarke oder töte die Henker. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde alle erniedrigen, die sich mir widersetzen. Dann machen wir das wie folgt. Da! Gemeinsam mit dem Schwert hier jemand herum. Das letzte. So, dann Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Ah, nee, das passt schon. Ja, dadurch, dass wir halt ein paar übernommen haben. Die lehnen sich dann natürlich auch gegen alles auf, was hier so rumkreucht und fleucht. Unser Ring ist ready, werden wir aber nicht nutzen. Brauchen wir für später. Ah, ich sollte nicht auf die eigenen Leute gehen. Ah, den übernehmen wir mal. Ich zeige dir wahre Stärke. Sehr schön. Gut, dann müssen wir noch mal 2 Minuten überleben. Das wird interessant. So, erstmal beschwöre ich das, was ich hier beschwören kann. Zack. Nochmal. Wunderbar. Zack. Ja, so hätte ich das von vornherein immer machen sollen. Aber ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich Dinge viel zu spät checke, falls überhaupt. Und nochmal Blitz. Schon längst über alle Berge. Den übernehmen wir, ne? Ja, den dicken, kräftigen. Und einmal schön den Blitz wieder reinwämsen. Und wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Sehr schön. Das ist doch eine gute Ausgangslage für gleich, oder? Ach so, das ist der von uns, der Dude. Ja, da haben wir nochmal 2 übernommen. Wieder 2 übernommen. Da ist er. Zumindest Nummer 1. Bist du also für dein Schoßhündchen gekommen? Dein Schrecken in Mordor findet hier ein Ende. Oh
Okay, dadurch, dass er ein Fernkämpfer ist. Mit seinen Bolzen. So, einmal Ring aktivieren. Und gib ihm jetzt hier. Blöd ist, dass wir die Aktivität des Rings nicht nochmal zurücknehmen können. Jetzt müssen wir halt warten. Dummer Dieb! Stiehlst vom dunklen Herrscher! Verwirrst unsere Uruks! Du bist ein Monster! Uruk. Sehr cool ausgesprochen. So, den können wir jetzt beherrschen. Habe ich die Wahl zu sterben, oder wirst du mich auch verderben? Du wirst gehorchen! Sehr schön. Jetzt werden wir einfach nur kämpfen und versuchen, so viele wie möglich zu übernehmen, dass sie halt auf den Dicken gehen. Na? Ich habe nämlich den Ring nicht ready. Aber wenn der Ring ready ist, habt ihr eben gesehen. Das ist No-Brainer dann. Da war der Blödsinn, den wir mit Talion machen mussten, auf jeden Fall deutlich heftiger. Okay, die wurden übernommen. Sehr schön. Okay, das funktioniert jetzt hier nicht. Ah, den übernehmen wir. Zu schnell! Ah, da haben wir noch jemanden übernehmen können. Sehr schön. Oh, zu spät gesehen. Und wieder übernehmen. Wir können sie natürlich auch gezielt übernehmen. So wie jetzt. Wir können natürlich auch auf unsere eigenen Leute gehen, um halt den Bonus nicht zu verlieren. So, jetzt. Sehr schön. Wir haben den Ring wieder. Ja, der Ring ist halt viel zu mächtig. Aber er ist halt auch der eine Ring. So, der Dicke ist erledigt. So, wir warten, bis der Ring aufhört zu wirken. Und dann übernehmen wir den nochmal. Komm mir nicht zu nah mit deiner Hexerei. Ich hab genug, wenn du Und damit haben wir alle übernommen. Nichts kann dich auf das Folgende vorbereiten. Sehr schön. Jetzt kommt der dunkle Herr. Der wahre Herr der Ringe. Okay, gut. Dann wollen wir uns mal dem wahren Herrn der Ringe stellen. Lass es uns ein für alle Mal zu Ende bringen. Ich werde dich vernichten. Aber auch ein geiler Name für die Quest. Der wahre Herr der Ringe. Gut, das müsste ja jetzt der Kampf sein und die Zwischensequenz, wie Celebrimbor den Ring verliert und dann auch umgebracht wird, wie er dann quasi zu dem Geist wurde, der er ist. Ach so, ja, wir können den Ring noch ein bisschen verstärken.
Aber das sollte eigentlich passen, glaube ich. Sollten ihn vielleicht nicht herausfordern. Okay, er hasst Fliegen. Ja, selbst der Sauron kann hier nichts gegen den Ringträger ausrichten. Okay. Ja, jetzt ist der Ring nicht mehr aktiv. Und ich habe ein Problem. Schnell genug reagiert. Shit. Wow. Mr. Sauron. Okay, wenn wir keinen aktiven Ring haben, dann habe ich ein Problem. Füge dich dem einen. Gut, wir machen einfach so weiter wie die letzten Male. Wir übernehmen Orks. Du bist verloren. Und füllen den Ring auf. Zack. So, da haben wir ihn jetzt. Zack. Mit dem Ring ist das hier kein Ding mehr. Du willst Macht. Okay, müssen wir jetzt sterben oder was soll das? Nein. Als Celebrimbor müssen wir ihn umwemsen. Arroganter Narr. Glaubst du wirklich, mich so leicht besiegen zu können? Was dein ist, war immer schon mein. Der dunkle Herrscher hat uns von diesen verdrehten Lügen befreit. Zerstört den Elben. Oh, oh. Gut, wir müssen hier erst einmal ein bisschen zur Seite gehen. Ja, und immer wenn ich den Blitz einsetze, wird der Ring nochmal aufgeladen. Na, komm schon. Shit.
Okay, das wird auf jeden Fall ein heftiges Ding werden. Zack. Ja, aber den Ring aufladen muss ich hier an den billigen Viechern. Genau. Genau so. Na, komm, weg mit dir. So, wo ist der nächste? Da. Gut, aber zumindest noch einmal konnte ich da was draufwemsen. Okay, das war blöd. Falsche Knöpfe gedrückt. Sehr schön. Ja, das Gift eben war auch nicht so geil. Und vielleicht sollte ich mir dann gleich den... Wo ist der Gift-Typ? Da. Los, weiter, weiter, weiter. So, weiter, weiter, weiter. Hier auf den Speerwerfer. Komm, einmal noch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ich hätte vielleicht auch noch mal die Kampfhinrichtung wählen können. So zum Beispiel. Genau. Ah, nee. Funktioniert nicht so gut. Zack. So, jetzt. Ah, nee. Nicht seine Lakaien. So, das war's mit dem. Ich hoffe, der Mörder ist weg. Ah, der hat jetzt auch nochmal ein fucking Schild. Oh, mehr Gefolgsleute. Und down. Sehr schön. Gut, was will Sauron? Gehorche deinem wahren Herrn.
selbst. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, Sauron besiegen. Ah, wir haben noch den Ring der Macht. Sehr schön. Weg. Der eine gehört mir. Wenn ich ihn dir wiedergebe, lässt du uns dann am Leben? Okay, was ist da jetzt passiert? Okay, der eine Ring. Wieso auf den Drecksack? Erhebe dich. Oh shit, zu spät ausgewichen. Glaube ich auch. Ich muss ein bisschen brandmarken, aber kann ich aktuell nicht. Aber jetzt. Wunderbar. Was machst du da, Celebrimbor? Sehr schön. Sehr gut. Na? Wunderbar. Wir sind aneinander gebunden, Celebrimbor. Der Tod bleibt dir verwehrt. Ein Fluch liegt auf deinem Geist, Celebrimbor. Du bist aus den unsterblichen Landen verbannt und an Mordor gebunden, bis der eine Ring nicht mehr ist.
Sagt ja. Fürchtet mich und frohlocket. Wunderbar. Das war's. Wenn wir jetzt hier alles machen würden, wären das nochmal, ja, also insgesamt 2 Stunden. Dann haben wir wirklich alles erledigt. War interessant. Aber jetzt nichts, was wir in der Story nicht schon erlebt haben. Aber durch den Ring natürlich alles deutlich einfacher, deutlich schneller. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt für mich ganz in Ordnung. Und ich für meinen Teil kann jetzt Mordors Schatten komplett abschreiben. Vielleicht werde ich zwischendurch auch nochmal kurz reingehen, die eine oder andere Aktivität machen. Aber da müsste ich, glaube ich, sehr viel Langeweile haben. Was wir aber auch auf jeden Fall machen, ist nach einer kurzen Pause auch nochmal den zweiten Teil zu zocken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Schatten des Krieges oder so. Aber auf jeden Fall, der steht auch parat und den werden wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Das Game jetzt hier war absolut in Ordnung dafür, dass das Ding natürlich auch schon einiges an Jahren auf dem Buckel hat. Für die Zeit ist es auch einigermaßen gut gealtert. Spielprinzip ist cool, was Neues und auf jeden Fall mehr Assassin's Creed als im eigentlichen Assassin's Creed.